Sie war in den höchsten Kreisen unterwegs. Millionärstochter Ghislaine Maxwell. Gut vernetzt mit Hochkarätern wie Mick Jagger, Donald Trump, dem britischen Prinzen Andrew oder auch Bill Clinton. Doch seit Juli 2020 sitzt sie in Untersuchungshaft. Sie ist die Schlüsselfigur im Fall des verurteilten Finanzmoguls und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Maxwell soll ihm und auch anderen Männern unzählige junge Frauen, teils minderjährige Mädchen, zum Missbrauch herangeschafft haben. Epstein nahm sich im August 2019 in seiner Gefängniszelle das Leben. In New York beginnt jetzt der Prozess gegen Ghislaine Maxwell. Über den tiefen Fall der Millionärstochter und darüber, wer sie wirklich ist, wollen wir mit Journalistin Lisa Ulrich Gödel sprechen, die die Ereignisse beobachtet und recherchiert hat. Ghislaine Maxwell war lange Zeit ein gern gesehener Gast in den besten Kreisen, Politik, Wirtschaft, Showbusiness. Oft liest man von ihrer besonders einnehmenden Persönlichkeit. Wie ist oder war sie denn, Ghislaine Maxwell? Ja, ich denke, das hat eine Kollegin aus Großbritannien ganz gut beschrieben, die sie auch kennengelernt hat und sozusagen auch in ihrem Little Black Book zu Hause war. Sie war sehr scharfsinnig, immer am Sprung, höchst aufmerksam, sehr witzig, schlagfertig. Also jemand, den man durchaus mögen konnte. Und sie hatte Routine darin, sich mit hochkarätigen Gesellschaftsteilnehmern zu unterhalten. Also von Politikern bis hin zu Popstars war sie einfach gewohnt, hier immer den richtigen Ton zu treffen. Ich denke, es war leicht, sie zu mögen, wenn man sie kennengelernt hat. Das Little Black Book, das kleine schwarze Buch, was hat es denn damit auf sich? Nun, das ist etwas, worüber berichtet wird, dass da die Telefonnummern gesammelt wurden von sämtlichen Kontakten. Und das war ja auch einer der Kontaktpunkte zwischen ihr und Jeffrey Epstein, dass sie sozusagen alle seine Kontakte verwaltet hat. Das war wohl diese Lücke, die sie aufgefüllt hat in seinem Leben. Er galt als nicht wahnsinnig kontaktfreudig, eher als sehr schwer zugänglich, verschlossen. Und sie war sozusagen diejenige, die das in seinem Leben bereichert hat. Sie konnte sehr leicht Kontakte machen, Smalltalk führen. Sie war da sehr routiniert und hat auch diese ganzen Kontakte verwaltet, hört man. Gehen wir nochmal zurück auf Anfang des Lebens von Ghislaine Maxwell. Sie kommt aus sehr reichen Verhältnissen. Ihr Vater war der Medienmogul Robert Maxwell, dem unter anderem der Daily Mirror gehörte. Die Familie galt als eine der reichsten in England. In was für einem Umfeld ist sie da aufgewachsen? Nun, man muss sich vorstellen, sie kam als neuntes und letztes Kind zur Welt. Sie war ein Überraschungsbaby und vor allem vom Vater sehr vergöttert und idolisiert. Kurz nach ihrer Geburt mussten sie auch den Todesfall des ältesten Bruders betrauern und dann kam sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Tochter. Die wuchs auf in einem wunderbaren, schönen Anwesen in Oxford. Haddington Hill Hall hieß das, mit 50 Zimmern, Tennisplatz, Pool, größter Luxus. Und es waren auch immer wieder staatstragende Menschen zu Besuch beim Abendessen. Der Vater war es gewohnt zu dinieren mit Präsidenten, mit gekrönten Häuptern. Er war ein sehr einflussreicher Mann. Er war ja auch 10 Jahre lang Abgeordneter für die Labour Party und hat wirklich in Großbritannien den Ton angegeben. Also sie war es hier durchaus gewohnt, sich auf glattestem Parkett auch zu bewegen. Gleichzeitig war der Vater allerdings als schlimmer Patriarch bekannt, der wirklich gewohnt war, dass das zu passieren hat, was er anschafft, nicht nur im Beruf, sondern auch in der Familie. Der Historiker Ben McIntyre hat den Erziehungsstil mal als einen Mix aus Luxus und Grausamkeit beschrieben. Gleichzeitig hat die Mutter allerdings alles getan, um den Vater stets in Schutz zu nehmen. Also da drang nie ein böses Wort aus der Familie nach außen. Sie hat bis zuletzt nur gesagt, er hat den Kindern Stärke vermittelt. Es gibt aber auch die eine Anekdote, dass er die Kinder bei Dinners mit hochkarätigen Gästen immer gegeneinander antreten ließ und ihnen sozusagen Fragen gestellt hat über das gesellschaftspolitische Geschehen. Und dann mussten sie zeigen, was sie drauf haben. Also man kann sich das als durchwachsene Atmosphäre vorstellen, dieses Großwerden in diesem Haus. Ghislaine Maxwell geht dann nach dem Tod des Vaters, das war 1991, auch unter mysteriösen Umständen auf seiner Yacht, geht die Tochter nach New York und lernt dort den Finanzinvestor Jeffrey Epstein kennen. Was war das für eine Beziehung? Ich glaube, selten war die Aussage, es ist kompliziert, so zutreffend wie bei diesen beiden.
Man merkt es auch bei allen der zahlreichen Dokumentationen, die es jetzt gibt, dem ist nicht so ganz auf die Spur zu kommen. Sie waren wohl eine Zeit lang ein Paar. Auf jeden Fall war sie aber 20 Jahre lang seine Angestellte. Und wen man auch immer fragt aus ihrem Umkreis, wie die zwei jetzt wirklich zueinander standen, es war klar, dass sie eine Beziehung haben. Zwischen welchen Sphären die geschwebt hat, ist schwer dingfest zu machen. Ganz sicher hat sie sein Leben organisiert. Also auf jeden Fall während dieser langen Zeit, wo sie auch für ihn gearbeitet hat. Sie hat sein Personal organisiert, hat seine 5 Häuser verwaltet. Sie wusste, in welche Restaurants man gehen muss. Sie wusste auch, wie man Personal einschult, wo man gutes Personal findet. Also sie war hier ganz, ganz groß als seine rechte Hand im Geschäft. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich dafür den Luxus genossen, den er ihr zur Verfügung stellen konnte. Die Stadthäuser, die tollen Partys, auch die Dinnerpartys, die man ja als Mitglied der New Yorker Gesellschaft geben muss, um da im sich bewegen zu können, das hätte sie natürlich ohne einen Spender sozusagen an ihrer Seite sich nicht leisten können, denn das Imperium des Vaters ist ja nach seinem Tod in Bankrott gegangen. Sehen Sie denn gewisse Parallelen zwischen Epstein und dem Vater Maxwell? Also beide galten ja ebenso als charmant und auch als dominant. Absolut. Ich meine, da muss man jetzt vorausschicken, mit all diesen Erklärungsversuchen kommen wir sehr nahe in die Nähe einer Entschuldigung. Das soll es natürlich nicht sein. Aber man kann schon sagen, sie hat früh gelernt, Männer zu dirigieren und mit Männern zu leben, eben durch ihren Vater, die zwei Gesichter hatten. Einerseits dieses tyrannische, patriarchische Gewohntsein zu bekommen, was man möchte, dann dieser unglaubliche Luxus. Andererseits dann durchaus auch dieses idolisiert werden, vergöttert werden. Und so wie sie den Vater lenken konnte oder wie sie das gewohnt war, hat das wohl dann auch nachher in dieser seltsamen Beziehung mit Epstein funktioniert. Jetzt beginnt der Prozess gegen Ghislaine Maxwell, unter anderem wegen der Anwerbung minderjähriger Mädchen für Sex. Wir haben es vorhin schon erwähnt, sie soll Epstein jahrelang junge Mädchen und Frauen zum sexuellen Missbrauch beschafft haben. War die Beziehung, von der wir gerade schon gesprochen haben, von Anfang an so angelegt oder gab es da irgendwie so eine Art Wendepunkt? Das wäre jetzt unseriös zu behaupten, dass ich das weiß. Was man natürlich schon hört, ist bei allen Menschen, mit denen gesprochen wird, jetzt aus dem Umfeld, ob sie jemals irgendetwas mitbekommen haben, kommt immer wieder diese eine Anekdote, dass es ganz, ganz vielen aufgefallen ist, dass hier eigenartige Dinge passieren, dass Ghislaine Maxwell auf Partys, auch wenn Epstein nicht dabei war, sich nach jungen Mädchen erkundigt hat, sie kennenlernen wollte, vorgestellt werden wollte und dann auch nicht gescheut hat, zu sagen, sie möchte denen vorgestellt werden, weil Epstein Interesse an ihnen haben könnte. Und die betreffenden Bekannten, die jetzt eben dazu befragt werden, äußern sich dann immer mit, naja, es kam uns schon seltsam vor, aber sie fanden es offenbar dann doch wieder nicht so schlimm, um irgendetwas zu melden oder zu hinterfragen. Aber das finde ich sehr auffällig, dass alle immer wieder sagen, das war eigenartig. Und das ist offenbar über einen längeren Zeitraum, mehrere Jahre passiert. Die Frauen und die Mädchen sollen ja dann von Epstein und Maxwell auch an andere Kunden aus den obersten Kreisen der Gesellschaft weitervermittelt worden sein. War das sozusagen ein Missbrauchs- und Pädophilennetzwerk der gesellschaftlichen Elite? So stellt es sich dar. Ich kann aber jetzt natürlich auch nicht über einen laufenden Prozess sprechen, zumal ich auch keine Akteneinsicht habe. Was ich ganz interessant fand, ist, dass sie ja relativ sorglos mit der ganzen Angelegenheit umgegangen ist, bis zu ihrer Verhaftung oder noch ein Jahr davor. Also sie hat ja 2019, da war Epstein schon tot, noch Prince Andrew getroffen. Sie hat an einer Charity Rally teilgenommen mit Paris Hilton und der Topshop-Erbin Chloe Green. Da sind sie in Ferraris und Bentleys von London nach Genf und nach Monte Carlo gefahren. Also sie hat offenbar bis zuletzt nicht damit gerechnet, dass hier noch irgendwie gröbere Folgen für sie auf den Plan kommen. Obwohl ja einige Stimmen sogar davon ausgehen, dass sie sozusagen das Mastermind hinter dieser ganzen Geschichte ist. Glauben Sie, das ist so? Das kann ich mir schwer vorstellen, weil ein Blick auf ihre Geschichte ja auch zeigt, dass sie immer wieder versucht hat,
zu einem späteren Zeitpunkt dann sich von Epstein zu lösen, sich andere Freunde zu suchen. Sie war ja sogar im Jahr 2000 mit dem Milliardär Ted Wade liiert, mit dem Gateway-Gründer. Dem hat sie damals ein sagenhaftes Makeover verpasst von so einem Durchschnittstyp im Karohemd, also bitte nichts gegen Karohemden, hin zu einem gestylten Mann wie aus der Vogue. Die Beziehung ging dann aber wieder in die Brüche und sie hat dann aber ja auch 2012 sozusagen auf eigene Regie ihr Terramar-Projekt gegründet, hat Richard Branson gewonnen als Gründungsmitglied, hat TED-Talks gegeben. Da waren ja ganz viele Bestrebungen da, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Muss man denn davon ausgehen, dass das jetzt wirklich das System und die Taten von Jeffrey Epstein und eben auch Ghislaine Maxwell waren? Oder gibt es bei diesem ganz großen Ausmaß auch noch mehr Mitwisser und Handlanger? Oder muss es die gegeben haben? Naja, wenn man alles zu Rate zieht, was man bis jetzt so gehört hat und sogar entferntere Bekannte sich schon gewundert haben über eigenartige Fragen bei Dinnerpartys, kann man davon ausgehen, dass da natürlich mehr Menschen irgendetwas gewusst haben müssen, zumal es ja auch Personal gab in diesen Häusern. In der einen Doku kommt ja auch der Gärtner zu Wort. Warum die bis jetzt noch nicht auf den Plan getreten sind, ist fraglich. Der Bruder von Ghislaine Maxwell hat vor einigen Tagen ein Interview gegeben. Darin wirft er den US-Behörden vor, Jeffrey Epsteins Selbstmord nicht verhindert zu haben und jetzt alles auf dem Rücken seiner Schwester auszutragen. Ghislaine wird jetzt angeklagt, weil sie Epstein nicht mehr anklagen können, sozusagen. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Ich denke, dass das eine mit dem anderen am Rande zu tun hat, denn natürlich, wenn hier sie Unrecht getan hat und Gesetze gebrochen hat und beteiligt war an einer Straftat, dann muss sie genauso vor Gericht gestellt werden, ungeachtet dessen, was mit ihm passiert ist. Also das jetzt so übers Knie zu brechen, das sehe ich als Verteidigungstaktik der Familie an. Die haben ja vieles getan, die haben ja auch versucht, ganz hohe Kautionen zu stellen, haben sie als Opfer dargestellt eines furchtbaren Systems, haben berichtet, ihr fallen die Haare aus und wie schlimm es ihr da geht im Gefängnis. Die versuchen natürlich jetzt die Stimmung für sie zu beeinflussen. Es bleibt dahingestellt, ob ihnen das gelingen wird. Danke, Journalistin Lisa Ulrich-Gödel, für das Gespräch. Sehr gerne.